Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meine Monatsfavoriten für euch. Es ist auch Fashion dabei, also ich würde mal sagen, ich fange auch schon direkt mit dem ersten Favoriten an. Ich schwitze hier die ganze Zeit, weil es so, so mega heiß ist. Ich musste gerade den Ventilator ausschalten, weil man den sonst im Hintergrund hören würde und ihr mich sonst nicht gut verstehen würdet. Deswegen entschuldigt bitte mein schwitzendes Gesicht. Aber ich fange jetzt erstmal mit meinen Beauty-Favoriten an. Und zwar sind es die Morphe-Paletten. Morphe ist eine amerikanische Marke. Die machen Lidschatten, Pinsel, also alles Mögliche. Und die sind dafür bekannt, für die Pinsel und für die Lidschatten, dass sie halt mega günstig sind und super, super gut. Wenn ihr hier erstmal die Palette seht. Ihr habt so viel Auswahl an Lidschatten in einer Palette. Die haben total viele Paletten mit verschiedenen Farben. Ich habe hier Schimmerlidschatten und Matte und die sind beide so, so gut pigmentiert. Ich habe mich heute mit dieser hier geschminkt. Übrigens haben die nur Nummern und Buchstaben als Bezeichnung. Das ist jetzt die 35B und mit der habe ich mich heute ein wenig geschminkt. Ich habe rumgemischt mit der hier. Die etwas neutrale hat die Nummer 35F. Wie ihr sehen könnt, das sind so krasse Farben und die sind alle so, so gut pigmentiert. Wie vorhin erwähnt, hat Morphe auch Pinsel und die sind auch sehr, sehr gut. Also ich verlinke euch mal eine Seite aus UK. Die haben, was Versandkosten angeht, da müsst ihr nicht extra über Morphe bestellen. Das ist auf jeden Fall von dem Versand, glaube ich, günstiger. Ich habe die von Morphe zugeschickt bekommen, deswegen weiß ich nicht, wie der Versand direkt aus Amerika ist. Und deswegen verlinke ich einfach die UK-Seite unten. Die kosten, glaube ich, um die 25 Euro eine Palette. Und ich sag's euch, das lohnt sich so, so sehr, weil die einfach so gut sind von der Farbabgabe. Und für diesen Preis bekommt man das nicht so leicht. Die kann ich schon fast sogar vergleichen mit den MAC-Lidschatten. Und ihr wisst, ich bin ein harter MAC-Fan und Junkie. Deswegen bedeutet es auf jeden Fall was, wenn ich die mit den MAC-Lidschatten vergleiche oder sogar fast genauso gut finde. Und die kosten halt die Hälfte, wenn nicht noch weniger. Also schaut sie euch unbedingt an, wenn ihr eine gute Lidschattenpalette braucht, zum Beispiel die neutrale, da braucht ihr halt keine andere mehr. Nur zum Reisen ist es ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich ein bisschen größer ist. Aber ich muss euch was sagen, ich habe sie trotzdem mit nach Cannes zum Beispiel mitgenommen, einfach weil ich nicht darauf verzichten wollte. Dann mache ich weiter mit einer BB-Cream von einer koreanischen Marke, Beauty-Marke, die heißt Misha. Und das ist jetzt wie gesagt eine BB-Cream, die SPF 42 hat und so gut ist auf der Haut, dass wenn ich das drauf habe, ich hatte das mal drauf, als ich richtig, richtig müde war und dann musste ich halt kurz Besorgungen erledigen. Die Jasmin war bei mir und hat mir dabei geholfen und ich wollte mich eigentlich gar nicht schminken, wollte halt aber irgendwas auf dem Gesicht haben, sodass ich mich einfach wohler fühle und habe dann diese BB-Cream aufgetragen und sie meinte, okay, wow, was ist das? Du siehst halt mega frisch und gesund aus. Ich sah halt wirklich sehr fertig aus, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist diese BB-Cream. Also für den Alltag ist sie so gut, verteilt sich so gut, gibt eine sehr schöne Farbe einfach ab. Ich habe jetzt hier die Farbe 27 Honey Beige und der Preis ist mega gut. Ich glaube 14 oder 12 Euro für eine 50 Milliliter ist da drin. Man merkt auf jeden Fall schon, dass es hochwertiger ist und für den Preis ist es halt mega gut. Diesen Store gibt es hier an der Leopoldstraße in München, falls ihr hier wohnt. Ansonsten versuche ich sie euch mal unten in der Infobox zu verlinken. Und dazu mische ich manchmal diesen BB Boomer dazu. Das ist so eine Art, von MAC gibt es das, das ist so eine, so ein Glow Booster, sag ich jetzt mal. Den könnt ihr halt so auftragen oder mit eurer Foundation vermischen. Beziehungsweise hier in dem Fall BB Cream und die gibt euch dann halt noch mehr Glow. Und ja, ist auch ein sehr cooles Produkt. Aber wie gesagt, mein Favorit ist auf jeden Fall diese BB Cream von Misha. Kiko bringt eine neue Sommer LE raus, Limited Edition. Und die heißt Summer 2.0. Und ich habe letztens diesen Baked Bronzer zugeschickt bekommen in der Nummer 02. Erst einmal die Verpackung, Kiko wieder gute Arbeit geleistet, wirklich so, so schön in so einem schönen Roségold. Und
ein großer Spiegel. Ich habe mich, als ich auf Mallorca war, habe ich keinen Spiegel dabei gehabt und habe mich nur mit diesem Spiegel geschminkt, weil er einfach so groß ist und so klar. Aber kommen wir jetzt mal zu diesem Bronzer. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Der passt halt gut zu meiner Hautfarbe. Und das ist dieses Schwierige bei Bronzern. Man muss halt erstmal den richtigen Ton finden. Und wenn ihr so eine ähnliche Hautfarbe habt wie ich, dann ist dieser Bronzer ganz gut, gibt aber einen leichten Orangestich ab, aber nicht so krass wie andere Bronzer. Und deswegen habe ich den tagtäglich verwendet, im Urlaub oder im Alltag. Und man braucht halt gar nicht sehr viel Produkt und der gibt halt gut Farbe ab. Und Kiko, wisst ihr, ist halt eine gute Marke, was Preis-Leistung angeht. Ich weiß noch nicht, ob es den online oder in den Stores schon zu kaufen gibt, aber ich versuche euch den mal unten in der Infobox zu verlinken, also schaut da mal rein. Aber ich denke, das Produkt oder die LE müsste es schon geben. Falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich vor einigen Wochen oder schon einen Monat, ich glaube im März war das, in Düsseldorf war für ein riesen Douglas-Event mit allen Bloggern deutschlandweit. Das war ein sehr cooler Tag, muss ich sagen. Und wir haben danach die Goodiebags zugeschickt bekommen von den Marken, die dort waren und die Produkte etc. Aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist bei mir oder nachdem ich halt die ganzen Sachen ausgetestet habe, ist diese Douglas Wimperntusche. Und ich muss sagen, nächste Woche kommt ein sehr cooles Video online, was mit Douglas zu tun hat. Also schaut auf jeden Fall nächste Woche vorbei. Es wird sehr, sehr cool und es wird auch was Riesiges für euch zu gewinnen geben. Also habe ich schon mal so viel verraten. Zurück zu dieser Wimperntusche. Vor Ort wurde uns erzählt, dass sie wirklich so gut ist wie die Yves Saint Laurent Doll Eye, Eyes Doll Mascara. Keine Ahnung. Und ich habe die getestet und muss sagen, sie hält auf jeden Fall, was die Douglas Mädels vor Ort versprochen haben. Die ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Obwohl immer noch meine Nummer 1 die L'Oreal Wimperntusche ist. Die macht halt wirklich lange, dicke Wimpern. Ist aber nicht waterproof, falls die nur waterproof Mascara verwenden. Die nennt sich 5 in 1 Voluminizing Mascara. Aber wie gesagt, für mich ist das immer noch die Nummer 1 von L'Oreal. Aber wenn sie euch nicht taugt, die von L'Oreal, dann testet mal die Douglas Wimperntusche aus. Exception Eyes heißt sie. Vielleicht passt die dann. Ich hatte schon sehr lange keinen Nagellack in meinem Favoritenvideo, aber ich trage sehr gerne Lack, außer natürlich heute, wenn ich darüber rede. Ich habe roten Lagenlack gehabt und der war überall schon weg und deswegen habe ich mir gedacht, lieber keinen Nagellack als wie einen zerfressenen roten Lack. Deswegen habe ich den weggemacht, aber ich hatte jetzt keine Zeit, den drauf zu machen. Aber ich hatte diese Sally Hansen Bright Kollektion bekommen und da war halt diese Farbe mit dabei. Es sind so schöne Farben in der Kollektion. Es sind so Nude, Rosé, weiße Töne dabei. Also genau mein Ding. Und da ist mir diese Farbe aufgefallen, die ich auch schon sehr oft drauf hatte. Und zwar ist es die Pink Pong 321. Und ja, Sally Hansen macht gute Lacke, das wissen wir alle. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist die Bürste, oder? Applikator, sagen wir mal so. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Der ist halt leicht abgerundet, was ich halt irgendwie viel einfacher finde, als wie wenn es so viereckig ist. Und der ist auch breiter. Das heißt, ich kann damit sehr gut arbeiten und schneller arbeiten, weil es halt einfach ein dicker Applikator ist. Und es macht auf jeden Fall Spaß, meine Nägel damit zu lackieren, weil einfach der Pinsel so gut ist. Und ja, wie gesagt, das ist aus der Bright Kollektion die Farbe Pink Bonk. Ist ein sehr schönes Nude Rosé. Genau, so ein Altrosa ist das, glaube ich. Ja, Altrosa. Zum Abschminken verwende ich immer mein Neutrogena Hydro Boost. Es ist so warm, ne? Hydro Boost Aqua Reinigungsgel und wie ihr sehen könnt, da ist wirklich nicht mehr sehr viel drin. Das steht bei mir immer im Bad und ich wasche mein Gesicht einfach nur ab mit einem Reinigungsgel. Also nicht nur im Alltag, sondern auch wenn ich so viel Make-up drauf habe, verwende ich immer ein Reinigungsgel mit Wasser, wasche es ab
Und dann ist mein Make-up ab. Also ich brauche nicht immer Reinigungstücher, weil ich finde, dass, ja, das tut meiner Haut nicht gut und das reibt und so weiter. Und da finde ich immer noch Wasser und ein Reinigungsgel sehr gut. Das benutze ich seit Jahren. Also nicht dieses hier, sondern ein Reinigungsgel allgemein. Ich habe immer eins von Balea verwendet. Aber ich habe das jetzt für mich entdeckt von Neutrogena. Finde ich echt sehr, sehr gut. Gibt einfach so einen schönen frischen Kick. Und Neutrogena ist eh eine super Marke, meiner Meinung nach. Und nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, verwende ich meistens von L'Oreal das Hydra Genius Aloe Wasser. Das wisst ihr, ist mein Ein und Alles zurzeit, seitdem ich das habe. Aber dazu folgt noch ein Video, nur damit ihr Bescheid wisst, was ich nach so einem Gel verwende. Dieses Produkt habt ihr in meinem letzten DM-Haul gesehen. Und zwar ist es dieses Colab Dry Shampoo. Tropical Fragrance, das ist ja eine neue Marke aus Großbritannien und das ist ein Trockenshampoo, was so, so gut ist, sogar meiner Meinung nach viel besser als Batiste. Es ist zwar 1-2 Euro teurer als das Batiste Trockenshampoo, was es auch beim DM gibt, aber das ist einfach viel besser zum Einmassieren, das ist viel feiner und es bleiben zum Beispiel auch keine weißen Rückstände. Bei Batiste habe ich ein bisschen immer, wenn ich die weiße Variante habe, ich habe immer die dunkle, also dieses Braun, dann ist es halt immer schwieriger, das zu einzuarbeiten. Das hier ist zum Beispiel auch weiß, logischerweise, also kein gefärbtes Trockenshampoo, aber ich finde, das kann ich viel, viel besser einmassieren und dann sieht man halt auch nichts. Es ist halt viel feiner. Keine Ahnung, wie ich das so richtig erklären soll, aber ich glaube, ihr müsst es einfach mal nur austesten. Die Flasche beinhaltet 200 Milliliter und kostet 4,95 oder 5,95. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und es riecht so, so gut. Es gibt sogar 5 verschiedene Duftrichtungen und ja. Finde ich sehr cool und die Verpackung ist auch mega, mega süß. Das war es erstmal mit meinen Beauty-Favoriten, aber ich zeige euch noch 2 Fashion-Favoriten. Und zwar, wenn ihr, wie gesagt, mir auf Instagram folgt, dann habt ihr diese Tasche ungefähr schon 1000 Mal gesehen, aber auch auf YouTube. Ich habe sie nämlich in meinem Fashion-Haul gezeigt. Das ist dieses schöne Ding hier, meine Wildledertasche von Dune London. Und die habe ich über Zalando gekauft. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Sie ist sogar noch im Sale gerade. Und ich weiß nicht, ich finde die Farbe wunderschön, die Verarbeitung und die goldenen Details, diese Henkel. Einfach nur mega, mega schön. Ich finde, diese Tasche schaut für die 60 Euro oder 70 so hochwertig aus und man kann sie halt Crossbody anziehen und oder halt so. Das hat die perfekte Länge von den Henkel. Das ist bei mir immer irgendwie das Schwierigste bei Taschen, diese perfekte Länge zu finden. Aber die trage ich meistens so über meine Schulter oder halt einfach nur so. Crossbody eher weniger, aber könnte man wie gesagt auch tragen. Ich liebe diese Tasche, diese Farbe. So perfekt für den Frühling und Sommer. Vor allem für Leute wie mich, die eigentlich sehr ungern Farben tragen oder halt meistens immer eine Jeans, weißes Oberteil oder schwarzes Oberteil und schwarze Schuhe und dann halt ein bisschen Farbe mit reinnehmen mit dieser Tasche. Die ziehe ich wirklich so oft an, obwohl man immer denkt, bei so farbigen Taschen, vor allem in der Farbe, dass man die halt nicht so oft anzieht. Aber die trägt man wirklich sehr oft. Das kann ich euch sagen, vor allem, wie gesagt, im Frühling und Sommer. Und das ist halt immer so ein Eyecatcher. Das macht das Outfit immer echt ein bisschen besonderer, ein bisschen farbenfroher. Und ja, ich liebe diese Tasche einfach so, so sehr. Ich verlinke sie euch auch unten in der Infobox. Wie gesagt, sie ist gerade im Sale, also schaut sie euch mal genauer an. Und auch noch ein Favorit ist dieses Kleidchen, was ich hier gerade trage. Ich zeige es euch eingeblendet. Habe ich von Missguided und es ist einfach dieses perfekte Sommerkleid für den Strand, aber auch zum Beispiel mit höheren Schuhen und schönen Ohrringen und es sieht auch gleich schicker aus. Es hat ein Unterkleid, habe ich jetzt gerade nicht getragen, weil ich einen hautfarbenen BH anhatte und es gerade so heiß ist. Aber draußen habe ich es natürlich mit dem weißen Unterkleid getragen, sah man auch nichts durch. Ich habe aber auch hautfarbene Unterwäsche angehabt, einfach. Bei weiß ist man halt sicherer, ne? Und wie gesagt, das habe ich jetzt im Urlaub wirklich sehr oft angehabt. Kann man, wie gesagt, casual zum Strand anziehen oder halt auch ein bisschen schicker. Verabend mal oder halt zum Shoppen, was auch immer. Das ist einfach dieses perfekte Kleid mit so Röschen und
Die Länge ist super. Das ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingskleider zurzeit. Ich wollte auf jeden Fall diesmal ein bisschen Fashion mit reinbringen. Ich trage ja wirklich nicht nur Make-up sehr gerne, sondern auch natürlich Klamotten. Und da habe ich natürlich ein paar Teile, die besonders rausstechen und ich besonders oft anziehe. Deswegen habe ich die einfach in meine Monatsfavoriten reingepackt. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Wenn ihr wollt, dass ich das beibehalte, dann schreibt mir das. Das mache ich natürlich dann sehr gerne in Zukunft. Und das war es eigentlich schon von meinem Video. Wenn ihr meine Mallorca-Outfits sehen wollt, dann klickt gerne auf meinen Blog. Da zeige ich sie euch natürlich und habe auch alle Sachen verlinkt. Und auch gerne auf Instagram für tägliche Updates. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.